Das ist eine wahnsinnig eingespielte Mannschaft diese Saison. Also wirklich fantastisch. Nie aufgeben, egal ob sie mal hinten liegen. Ein Team, eine Einheit. Wie die Mannschaft zusammenhält. Wie eine Familie. Ist keiner neidisch auf den anderen. Ne? Arbeit, Fußball, Leidenschaft, das ist das absolute Motto, denke ich, das bei jedem da im Kopf steckt. Teamgeist, also da stehen alle zusammen. Die reden auch viel, also zum Beispiel, wir spielen Ursitz in Bundesliga und das ist ein bisschen was, was wir noch verbessern können. Das Team hinter der Mannschaft macht natürlich auch einen super Job, ja, schon seit Jahren. Fans, die hier bei den Heimspielen regelmäßig mit dabei sind. Und was mich persönlich betrifft, die Fans, die auch bei den Auswärtsfahrten regelmäßig mit dabei sind und die Mannschaft stimmungsvoll mit anfeuern. Der feste Wille, ein Spiel zu gewinnen, auch wenn es nicht immer hundertprozentig geht. Aber wir Fans spüren das. Und das lässt mich so begeistert sein vom Frauenfußball. Es hat sich ja spätestens 2013 mit dem Triple in der öffentlichen Wahrnehmung so viel getan. Ja, wir sind ständig in den Medien, nicht mehr auf Seite 26 zu finden, sondern teilweise wirklich vorne im Sportteil. Das nicht nur in Wolfsburg, sondern überregional. Das ist eine tolle Entwicklung. Ja, das haben sich die Spielerinnen auch hart erarbeitet und das ist gut. Wir werden schon ab und zu auch damit konfrontiert, ja, Wolfsburg, VW, ja, ihr macht das alles mit Geld. Ja, aber das kann man vielleicht einmal sagen, wenn es dann 2013 geklappt hat. Aber diese Nachhaltigkeit und das, was wir aus den vorhandenen Möglichkeiten macht, dass ja, alle in der Liga, alle, die mit uns im Konkurrenzkampf stehen, die honorieren das. Man hat einfach auch viel investiert, man hat hart dafür gearbeitet, man hat entsprechend Erfolge erzielt. Und das Ganze wurde natürlich auch nach draußen hin getragen. Wir haben ein tolles Stadion hier jetzt stehen. Ich finde, es eine tolle Stimmung für den Frauenfußball. Super. Auch so ist die öffentliche Wahrnehmung und das, was von außen von der Stadt kommt, immer wieder Zuspruch, Unterstützung. Und deswegen denke ich, auch da hat sich vieles getan, zum Positiven hin. Und da wollen wir natürlich weitermachen. Ja, wir wussten halt, dass es hätte eigentlich auch ein Finale sein können, dieses Halbfinale. Wir hatten ja eine gute Ausgangslage. Das war ja auch ein krasses Spiel, das Hinspiel, weil die ja dann irgendwie nach 3 Minuten 1-0 führen. Ja. Dieses Gegentor hat uns schon geerdet und das hat uns auch fürs Rückspiel gezeigt, wie schnell Chelsea ein Tor schießen kann. Das haben die in der Liga gezeigt, wir haben es auch vorher in den Videoaufnahmen gesehen. Die spielen einen langen Ball nach vorne, ein mega schnelles Stürmerspiel, den Quertor. Und es ist eigentlich in den ersten 3 Minuten das passiert, was wir uns nicht vorgenommen hatten. Also wir haben gesagt, okay, wir wissen, wie sie spielen. Und die haben halt auch gerade in England eine richtige Euphorie für den Frauenfußball. Das Stadion war nahezu ausverkauft, es war so richtig englische Stimmung, die Fans waren dicht dran. Ging dann auch los, dass wir ein bisschen bepöbelt wurden und es war auch so laut, dass man sich kaum unterhalten konnte, dann bis zum 1-1 und auf einmal war das Stadion dann ruhiger und dann kamen wir und haben das Ding gewonnen und dann kamen diese Pressestimmen von den Chelsea-Spielern auch von wegen, ja, wir fahren jetzt nach Wolfsburg und wir zeigen denen das und wir können das viel besser. Und da haben wir uns gedacht, so, nee, also nein, das packt ihr nicht, es geht nicht. Wenn man sieht, wie da eine Eva Pajor beispielsweise da nochmal einen Ball erläuft und dann das ganze Stadion aufspringt.
haben alles. Wenn wir 100% sind, dann haben wir alles. Also die Defensive, die Offensive, die Kampf, die Leidenschaft und so. So, ja. Man hat gesehen gegen Chelsea, was hier möglich ist im Stadion. Das ist einfach nochmal 10, 20, 30, wenn nicht sogar 50% mehr an Freude, wenn die Bude ausverkauft ist. Wichtig ist, dass zum Beispiel der Gegner dann auch denkt so, oh. Ja, hier geht heute gar nichts. Hier ist heute krass, da ist richtig was da. Und wie gesagt, die singen ja alle so schön und machen Plakate und alles Mögliche. Also das ist halt auch, da hilft uns halt der 12. Mann, ne? Wenn ich immer gefragt werde, Unterschied zwischen Männerfußball und Frauenfußball, ich kann diese Frage eigentlich nicht mehr hören. Aber ich sage, diese Nähe zu den Fans und dass nach dem Spiel hier einfach zu der Barriere gegangen wird, hier noch ein Selfie, da noch ein Bild und hier noch Unterschrift und noch ein Smalltalk, das ist das Alleinstellungsmerkmal vom Frauenfußball. Ich glaube, das zeichnet einfach auch den Verein aus, diese Nähe. Das wollen wir auch so. Und letztendlich geben die Fans auch einem wieder eine Menge zurück. Vor allem, wenn man jetzt in der Saison schaut, wir haben viele Spiele hier gehabt, wo einfach ein großes Publikum da war und dann auch die Stimmung auf das Spielfeld übertragen worden ist. Aber es ist auch ein schönes Gefühl, wenn man weiß, dass da immer Leute hinter einem stehen, egal ob man gewinnt oder verliert, die einen halt dann ja, überall unterstützen. Wir wissen auch, dass das so viele, das fährt so 300 Kilometer hin und her, jeden Wochenende eigentlich und auch. Also nach Kiew oder Köln oder egal, wo wir spielen. Und das bedeutet viel für die Mannschaft. Ja, also es sind teilweise auch schon jetzt ganz lose gesagt, so wie Freundschaften entstanden jetzt. Also man hat da wirklich mit manchen regelmäßig Kontakt, kriegt dann auch mal ein Geburtstagsgeschenk, die warten beim Training. Ja, nur gemeinschaftlich funktioniert. Es ist halt ein Mannschaftssport und der Mannschaftssport schließt auch irgendwie seinen Umkreis mit ein als Mannschaft, die zusammenarbeitet. Wir haben es auf jeden Fall geschafft, dass wir mit der Art und Weise, wie wir Fußball spielen und wie wir uns auch nach dem Spiel geben, dass die Fans uns treu geblieben sind. Das ist halt auch das, was den Fans vielleicht die ein oder andere Fahrt leichter macht, wenn man halt auch merkt, dass man was zurückbekommt. Wir wollen immer alles geben auf dem Platz, weil das spürt man auch. Dann spüren das die Zuschauer, dann spürt das der Gegner, dann spürt das die eigene Mannschaft. Und das kann dann halt auch nochmal beflügeln. Zu Beginn der Saison haben wir uns Ziele gesetzt und da war halt unter anderem auch die deutsche Meisterschaft dabei, weil es halt auch einfach der Titel ist, der die größte Konstanz zeigt. Und ja, es ist schon so besonders, wenn man so früh schon klar Meister werden kann. Wir haben schwere Spiele gehabt, in Potsdam gewonnen. Da war schon so ein Knackpunkt, wo man selber gemerkt hat, geil, jetzt können wir es irgendwie packen mit der Meisterschaft. Jetzt wusstest du, ey, du hast 8 Punkte vor und das Schicksal konnte es gar nicht besser beschreiben. Deswegen reißen wir uns jetzt nochmal den Arsch auf, stampfen die in Grund und Boden und dann haben wir uns heute Abend eine richtig geile Party verdient. Okay, Party! 1, 2, 3! Gemeinsam sind wir! Also ich war total angespannt, auch obwohl ich auf der Tribüne saß, meistens sogar mehr, als wenn ich selber auf dem Platz stehe. Es lief am Anfang nicht so gut. Man musste erstmal irgendwie reinkommen, ins Rollen kommen. Und als dann wirklich dieses erste Tor gefallen ist, das war, ja, es war Freude pur in dem Moment. Mir persönlich war klar, in dem Moment, wir haben dieses Ding jetzt durch und uns ist komplett als Mannschaft wirklich die Last von den Schultern gefallen. Ja, es war wieder ein Wahnsinnsgefühl, wirklich in dieser Saison unser höchstes Ziel erreicht zu haben und das macht einen natürlich auch unheimlich stolz.
Mit jedem Spiel und je mehr Zeit vergeht in der Liga, desto angespannter wirst du und desto mehr weißt du einfach, okay, wir müssen heute funktionieren, wir müssen das abrufen, was wir können, weil dann gewinnen wir, gegen jeden. Zweifel hatte ich eigentlich so wirklich nicht. Wir haben eigentlich immer stabil gespielt, beziehungsweise selbst wenn wir nicht so stabil waren, haben wir dann immer noch irgendwie geschafft, das Tor zu schießen oder haben in den 90 Minuten an uns geglaubt. Wir haben das hier verfolgt. Ich finde, es war eine gute Saison. Man hat auch noch mal in der Saison gemerkt, dass wir uns entwickeln. Und ja, also nein, also Zweifel eigentlich nicht wirklich. Wir hatten einfach auch so eine Leichtigkeit diese Saison. Gerade so zur Rückrunde. Irgendwie hat immer jemand im richtigen Moment da gestanden und die Bude gemacht. Und hinten haben wir halt auch ja, einfach als Mannschaft verteidigt. Wir wollten diese Meisterschaft unbedingt. Das hast du gemerkt, die ganze Zeit. Wir hatten das Spiel vor der Brust, uns darauf konzentriert, so trainiert, so eingestellt. Und es war wirklich, also es ist ja immer eine Phrase, aber es war wirklich dieses Jahr für mich so gefühlt schon so, dass die ganze Mannschaft einfach denkt, okay, heute gewinnen wir. Ja. Es ging in den Spielen noch nicht mal irgendwie darum, dass wir in einem Jahr die Meisterschaft haben, sondern heute gewinnen wir. Zum Glück haben wir auch so eine große Kader, dass wir können viele Spieler benutzen und rotieren und alles und mit der Erfahrung und so. Aber ja, wir haben echt großen Druck. Aber jede Saison eigentlich und wir haben das dieses Jahr wirklich geschafft. Ja, und ich finde auch, dass man gemerkt hat, dass wir immer eine Mannschaft waren, auch wenn mal eine Spielerin enttäuscht war vielleicht, dass sie nicht gespielt hat oder so, aber sie hat sich dann immer zu 100% im Dienste der Mannschaft gestellt und ja, ich finde, das zeichnet auch aus, dass wir irgendwie eine besondere Mannschaft sind. Also ich fand auch, dass man gespürt hat von jeder einzelnen Spielerin, dass wirklich jede einzelne, egal in welcher Situation und Position sie stand, sie komplett das gleiche Ziel verfolgt haben. Und niemand ist irgendwie mal ausgeschweift und hat woanders hingeschaut oder, sondern wirklich auf dem Punkt waren wir alle da. Und ich glaube, das war am Ende dann auch ausschlaggebend, dass wir so konstant auch waren und ja, dann hinterher wirklich die Meisterschaft auch holen konnten. Für mich ist tatsächlich die Meisterschaft immer der wichtigste Titel, weil es sagt etwas über die Kontinuität der ganzen Saison. Ja, und für Stefan Lersch freue ich mich total. Und ich finde das fantastisch, wie er mit dem Trainerstab diese Mannschaft aufgestellt hat, die für mich in dieser Saison besser spielt als jemals zuvor. Die Leistung bislang ist sensationell, was Stefan Lerch mit seiner Mannschaft geschafft hat. Wenn man das heute gerade in der zweiten Halbzeit gesehen hat, mit welcher Leidenschaft und Konzentration die Mädels da rangegangen sind. Ja, yeah, it's kind of a shock, you know. It's just everything happened so fast. You know, you go 2 goals and then you come out and you win and you're Deutschmeister. Ja, die Meisterschaft bedeutet einfach, dass du über ein ganzes Jahr die beste Mannschaft in ganz Deutschland warst, dich gegen alle durchgesetzt hast und deswegen ist es einfach ein sehr, sehr wertvoller Titel, weil du über die längste Zeitraum das beste Team warst. Ja, da kann man nichts mehr hinzufügen. Prost! Für mich war es wirklich schlimm, ganz schlimm. Also normal hätte ich wahrscheinlich mit auf diesem Platz gestanden. Und man hat schon ein Spiel gesehen, wo auch die Bayern ganz schön aus sich herausgekommen sind. Also das muss man auch sagen. Und das war wirklich ja, ein Hin und Her. Und wenn man dann irgendwie als Spielerin, die eigentlich selbst auf dem Platz stehen würde, plötzlich gar nicht irgendwie eingreifen kann, ist es schon sehr, sehr hart. Aber ich war schon die ganze Zeit so optimistisch, dass die Mannschaft das zieht. Ich hätte eigentlich gedacht, dass sie es vorher noch schaffen. Hätte ich mir auch gewünscht.
Elfmeterschießen ist ja immer so ein bisschen Glückssache auch. Man war halt mega angespannt. Ich glaube, wir zwei, ich weiß auch, was du zu mir gesagt hast. Nee, ich hab's zu dir gesagt. Ich hab dir, glaube ich, eine Frage gestellt. Und, bist du eigentlich froh, dass du nicht schießen musst? Also ich ziehe den Hut dann immer vor den Spielerinnen, die dann in dieser schwierigen Situation zum Punkt gehen. Ich wurde ja danach ausgewechselt und so. Ich habe einen Nervenzusammenbruch bekommen. Ich wusste, ich musste mich die ganze Zeit bewegen. Und dann plötzlich kippt das wieder. Und dann hast du mal ganz kurz an Reggio Emilia gedacht. Und dachte, das kann jetzt nicht sein. Aber dann ja, ging es ja wieder weiter. Mit allem mit dem Tor auch. Ja. Also ich meine, es ist einfach super. Ja, und dann habe ich mir wieder nicht geblickt, dass dann irgendwie Caro eigentlich nur treffen muss. Und dann sind wir weiter. Das wusste ich aber irgendwie nicht, weil ich nicht zählen konnte. Und auf einmal rennen die alle los und ich bin erstmal einfach mitgerannt, ne? So energielos werden. Und dann renne ich so und ich so, haben wir gewonnen? Anna, wir haben gewonnen. Ich so, yeah. Das war, also ich finde so richtig anstrengend, so ein Finale. Furchtbar. Aber wenn du so gewinnst, oh mein Gott, es sind solche Wechselbilder von Gefühlen, das, also ist krass, weißt du, also pff, nee. Muss nicht normal sein, aber ist schon schön auch mal so. Ja. Auf einmal lese ich da Blässe, also das war halt, das waren schon so Kumpels, die haben dann noch ein paar andere Kumpels mitgenommen und so, die, also haben mir nichts gesagt, dass sie das geplant haben. Und ja, die waren bis jetzt bei jedem Pokalfinale da. Also war halt, die waren halt wahrscheinlich auch schon ein bisschen angetüdelt, aber... Gehört auch dazu. Ich mag sowas. Fokus auf Kiew oder was steht heute Abend noch an? Ja, ein bisschen feiern. Das sieht nach Feiern aus, oder? Ein bisschen feiern und dann fokussieren auf Kiew. Es ist so, dass die Zeit so intensiv ist, dass die Spielerinnen, wenn es von Event zu Event geht, gar nicht mehr richtig abschalten können. Aber es sind durchweg positive Erlebnisse und man ist wie auf so einer Euphoriewelle und schwimmt dann mit. Und ja, jeder, der mal in Sport betrieben hat oder Mannschaftssport betrieben hat, weiß, das ist einfach das Größte, was man im Sport erreichen kann, dass man ja solche Phasen miterleben darf. Ah, Julia Roberts ist ja auch da.
Könnt ihr auch einen Film über uns? Das Erreichen des vierten Finals in der Champions League, das löst auch hier, fern der Heimat, was aus. Und das macht uns stolz. Wenn ich mir überlege, wie unsere Mannschaft den ersten Titel geholt hat in London, wo niemand damit gerechnet hat, dass wir gegen Lyon überhaupt eine Chance haben. Das war unfassbar. Das Spiel in Lissabon war eine ganz andere Nummer. Wir standen mindestens auf Augenhöhe mit den Schweden. Mindestens auf Augenhöhe, liegen ganz schnell 2-0 zurück, holen den Ausgleich, liegen wieder 3-2 zurück und gewinnen mit einer überragenden Nadine Kessler. Jeweils nach dem gewonnenen Finale bekam ich den Ball zugeworfen und wir haben ihn dann anschließend auf der Feier gleich live unterschrieben, alle Spieler. Ich habe also alle siegreichen Champions League Bälle liegen bei mir im Büro als Trophäen. Viele würden drüber lächeln. Für mich ist das eine Ehre. Ja, den Eindruck bekommt man relativ stark, dass die Frauen wirklich eine andere Art von Identifikation leben. Man hat jetzt hier am Tag vor diesem Spiel auch schon in den sozialen Netzwerken gesehen, dass sich die Mitglieder des Kaders mit dem Wappen, das sie irgendwo in der Stadt gesehen haben, fotografieren lassen und stolz darauf sind. Ich glaube tatsächlich, dass dieser Faktor im Frauenfußball ein anderer ist als bei den Männern, wo es dann doch eher darum geht, sozusagen sein berufliches Fortkommen als Fußballprofi in irgendeiner Form abzusichern und vernünftig zu gestalten. Glaube ich schon, dass die Frauen, auch wenn sie vielleicht nur 3, 4, 5 Jahre hier spielen, in der Zeit eine Identifikation mit diesem Verein, mit dieser Stadt und mit der Art, wie Fußball in Wolfsburg gelebt wird, viel, viel eher und nachhaltiger entwickeln, als das bei den Männern der Fall ist. We just get our boxes out and then we go away. Naja, also nach so ein paar Jahren Champions League mit vielen verschiedenen Ländern, die wir bereist haben, ist man natürlich auf alles gefasst. Also wir hatten natürlich auch schon solche Straßen hier. Erwartungen habe ich eigentlich keine, man hat natürlich mehr Wünsche. Und der Wunsch ist natürlich, dass man dieses Spiel gewinnt, aber wie gesagt, wir zwei, die hier für die Klamotten verantwortlich sind, wir können es nicht beeinflussen. Wir können dafür sorgen, dass alle was anhaben und den Rest müssen die schon selbst machen. Beim VfL habe ich alle kommen und gehen sehen. Vorher habe ich das ja schon in Wenschert gemacht, bei unserem Vorgängerverein. Wenn mir damals einer erzählt hätte, du stehst als Betreuer an der Seitenlinie in deinem vierten Champions-League-Finale, das hätte ich dem wahrscheinlich nicht geglaubt oder hätte gefragt, ob er was getrunken hat. Ich möchte schon sagen, dass wir immer alles geben und alles möglich machen, um den Erfolg hier zu gewährleisten. Und das fängt bei der Torfrau an und hört bei der Waschfrau auf. Es wird so sein, dass beide Mannschaften extrem motiviert in dieses Spiel reingehen. Es geht ja um einen ganz besonderen Titel. Und wenn dann entsprechend das auch auf dem Platz umgesetzt wird, glaube ich, kann sich jeder darauf freuen. Und wir wollen natürlich auch unseren Teil dazu beitragen. Thank you very much. Unfortunately, or fortunately, we had to. Man arbeitet unheimlich hart dafür, vom ersten Tag an. Man hat die Leidenschaft dafür und ist auch bereit, unheimlich viel zu investieren und man weiß auch, dass man die entsprechende Qualität hat und die aber dann auch abruft als Mannschaft, jeder Einzelne für sich, aber auch als Mannschaft. Ich glaube, das sind wichtige Faktoren, die dann entscheidend sein können, ob es ja zum Erfolg kommt oder nicht. Ja.
Sicher bin ich nicht. Sicher bin ich mir nur in einem. Die Mannschaft wird morgen alles probieren. Das ist meine Sicherheit. Und deswegen freue ich mich auf das Spiel morgen. Von der ersten Sekunde an, als wir uns in Braunschweig am Flughafen also getroffen haben oder abgeflogen sind, merkt man einfach diese Vorfreude und natürlich Anspannung, aber die gehört auch dazu. Ja, es ist voll konzentriert, voll fokussiert. Ja, alle wissen, um was es heute Abend geht, um die Riesenchance, wieder Champions-League-Sieger zu werden. Es ist so, dass die Mannschaftssitzung gerade vorbei ist. Das ist so der letzte Zeitpunkt, wo der Trainer noch mal aktiv Einfluss auf die Spielerin nehmen kann. Die Spielerinnen wissen jetzt, dass sie spielen oder auch nicht spielen. Ja? Also, von daher werden sie jetzt die Mittagspause nutzen nach dem Mittagessen. Ja, um sich noch mal genau auf ihre Rolle vorzubereiten. Ja, weil der eine oder andere Spielerin war ja doch noch Ungewissheit, ob sie denn spielt oder nicht. Von daher ist es jetzt eigentlich mit dem Mittagessen dann gleich volle Konzentration. Und das macht jede Spielerin anders. Ja, die eine kommt vielleicht noch mal zur Ruhe, kann noch mal die Augen zumachen. Die andere ist dann schon im Tunnel. Da hat jede Spielerin ihr eigenes Mittel, um sich voll zu fokussieren. Ja, und dann gibt es nachher noch mal ein Matchmeal. Ja, und dann noch mal einen kurzen Spaziergang und dann geht's ab ins Stadion.
Fliegen sehen und die Euphorie und fand das auch angemessen. Das ist ja toll, wenn dieses Tor fällt und alle kommen Richtung Trainerbank und. Und ich hatte einfach nur auf die Uhr geguckt und gedacht, boah, das wird noch ein hartes Stück Arbeit. Manchmal ist Fußball so, Fußball ist viele Emotionen und man sind drin und dann denkt man, dass ich krieg den Ball und dann passiert nur etwas so. Ich dachte nur, das war die erste gelbe Karte. Und ich so, was? Ja, wir sind eine weniger. Und ich so, fuck. Ich persönlich war da einfach zu, wie soll man das sagen, zu übermotiviert. Wahrscheinlich, es war zu übermotiviert. Es war einfach, keine Ahnung. Also man kann es irgendwie schwer erklären. Also ich meine, die 20 hat vorher gefühlt 35 Mal unsere Spielerin aussteigen lassen, ohne dass sie mal einmal auf dem Boden liegt. Und dann komme ich um die Ecke geflogen und das war einfach dumm. Ist schon hart. Also ich fliege in der 96. vom Platz und ich glaube in der 98. passiert das 1-1. Ich war kurz davor, in die Kabine zu gehen, muss ich auch ganz ehrlich gestehen, weil ich habe gedacht, das kann ich mir jetzt gerade nicht mehr reinziehen. Und dann passiert wirklich noch mal 2 Minuten später das 2-1, dann hätte ich mich fast ganz erschossen. Manchmal machst du Fehlentscheidungen, es passiert halt nichts, hat keine Konsequenzen und manchmal hat es halt eine Konsequenz. Und das macht doch für mich ein bisschen so Fußball aus. Ja, als dann halt 2-1 stand, habe ich schon gedacht, puh, jetzt wird es wirklich schwer. Und ja, 3-1. Ja, da wusste, glaube ich, jeder von uns, dass es vorbei ist, dass unser Traum irgendwie schon geplatzt ist, das Triple wieder nach Wolfsburg zu holen. Und war schon enttäuscht, also traurig enttäuscht. Wenn der Abpfiff ist und du halt weißt, okay Mist, ich habe verloren, dann ist die Enttäuschung riesengroß und dann du arbeitest da auch noch mal 1-2 Tage irgendwie nach und denkst dir so, oh, das hätte man machen können, oh, bla bla bla, Fußballgott, was weiß ich. In dem Moment hab ich nichts gedacht. Man war einfach leer. Man war einfach enttäuscht, weil man hatte ein wirklich gutes Gefühl. Man ist mit enormem Selbstvertrauen dorthin gefahren. Man wusste, dass es ein schweres Spiel wird, gar keine Frage. Aber ich glaube, wir hatten alle einen unheimlich großen Glaube und den Wille, dieses Spiel zu gewinnen. Man hat sich jetzt da so drauf versteift, dass man ja heute was holen kann. Aber es ist halt nicht passiert. Und was geht im Kopf vor? Ja, das, was man jetzt noch alles zu tun hat. Das lenkt am besten ab. Die Mädels und das Trainerteam, die brauchen jetzt sicherlich 1-2-3 Tage, um das zu realisieren. Aber dann war das absolut auch eine erfolgreiche Saison. Erstmal ist das eine normale Reaktion. Und es wär schlimm, wenn man als Spielerin oder auch als Trainer oder als Mitarbeiter nicht so reagieren würde, wenn man so nah dran war und eine Riesenchance hatte, die Champions League zu gewinnen. Für mich ist es so, dass es mit dieser Sekunde eigentlich schon das Verarbeiten beginnt. Ja, die Trauer muss raus und da braucht sich auch niemand der Tränen schämen. Ich überlege dann direkt so, was bedeutet das jetzt in der Situation? Bei mir gehen dann 1000 Gedanken durch den Kopf. Das tut mir dann richtig weh, weil ich weiß, dass wir an diesem einen Tag zwar alles gegeben haben, alles rausgehauen haben, aber ein Stück weit unter unseren Möglichkeiten geblieben sind. Es hilft dir, das mitzuerleben. Und wer diesen Kampfgeist gesehen hat, ich habe gehofft, dass unsere Mannschaft, dass sich's dreht Mitte der zweiten Halbzeit und dass dann das Quäntchen Glück dazukommt, weil die Haltung der Mannschaft war so perfekt. Wenn man sieht, dass sie auch noch bei einem 3-1 versuchen, das 3-2 zu machen, obwohl sie nur mit 10 Frauen am Platz sind, das finde ich einfach, zeigt diesen wahnsinnigen Charakter, der in dieser Mannschaft steckt. Und ich finde auch, das war mit das offenste Spiel ever gegen Lyon. Also ja, für mich ist es einfach Bestätigung, dass wir die letzten Jahre hier einiges richtig gemacht haben, dass wir uns mit dem Besten ja, in Europa und der Welt messen können. Und zeigt mir auch so, wie wir uns auch in Kiew auf dem Platz präsentiert haben, dass wir im nächsten Jahr wieder die Chance haben, die Champions League zu gewinnen. Viele jetzt im Nachhinein, die man getroffen hat, die haben auch gesagt, ich habe das Pokalfinale gesehen und ich habe das Champions-League-Finale gesehen. Es war mega spannend. Wir hatten auch richtig viele Zuschauer vorm Fernseher. Und das ist ja
eigentlich das größte Ziel, was wir verfolgen, dass wir die Leute für uns einnehmen, dass die mit uns fiebern. Wir freuen uns eigentlich jetzt schon auf das nächste Duell mit Lyon, was wir dann hoffentlich mal gewinnen. Wir kommen zurück. Wenn man einmal diese Schale in der Hand halten durfte, dann weiß man, dass man das wieder haben will. Warum spielt man Fußball? Weil man, klar, macht Spaß erst und dann zu gewinnen. Das ist halt einfach so eine Dynamik, die sich dann halt da durchsetzt. Jede Spielerin, die hier quasi in Wolfsburg spielt, hat so eine eigene Motivation. Alle wollen Titel gewinnen. Dieses Ziel nie aus den Augen zu verlieren und immer diesen maximalen Erfolg anzustreben. Also ich glaube, dass die Einstellung, der Wille und die Motivation da eine ganz, ganz große Rolle spielen. Wir haben auch in der Mannschaft unheimlich charakterstarke Spielerinnen, die vorne weggehen durch ihre Art und Weise und die das auch vorleben. Und damit kann man andere mitziehen. Wenn dann alle oder wenn ganz viele in eine Richtung denken und in eine Richtung auch gehen, dann kann was Großes entstehen. Die letzten Jahre waren einfach der Wahnsinn. Es ist ein Team, was einfach zusammenpasst. Einmal fußballerisch, tolle Fußballerin, aber auch vor allen Dingen menschlich. Die Charaktere sind toll. Ich glaube, sonst hätten wir auch das alles nicht erreicht. Also ohne so eine Geschlossenheit, so ein Teamgeist, aber auch wie gesagt mit Freude, Spaß, Ehrgeiz, Fleiß, manchmal sogar fast zu viel, man muss sie auch bremsen. Also ich glaube, jeder Trainer wünscht sich das einfach, mit solchen Spielerinnen arbeiten zu dürfen. Hier in Wolfsburg kriegst du nicht genug davon und ich glaube, dass sich keiner darauf ausruht, dass wir jetzt ein paar Titel gewonnen haben. Und mein Mann erlebt es ja bis jetzt immer in jeder Saison, wie schön das sein kann, zu feiern. Und das will man sich natürlich nicht nehmen lassen. Und mit dem ersten Training im Sommer haben alle wieder das gleiche Ziel. Sie wollen wieder Meister werden, sie wollen wieder nach Köln und nächstes Jahr nach Budapest. Und das ist der Charakter der Mannschaft und eigentlich des gesamten Teams. Die kommen zu uns, auch aus dem Ausland, die sagen dann, Wolfsburg ist letztes Jahr Meister geworden und ich komme hierher, um halt auch wieder Meister zu werden. Die haben halt gleich dieses Ziel, ich will das auch schaffen. Und dann kommt das immer wieder, dieser Schwung rein, weil sie dann fragen, ey, wie ist denn das, wir fahren jetzt nach Hoffenheim, sind die gut? Und dann sagst du halt so, ja, die sind gut, du musst halt 100% geben. Wenn du keine 100% kriegst, dann kriegst du den Lohn nicht, dann kriegen wir diese Schale nicht. Und deswegen ist jede Meisterschaft neu und jede Vorbereitung sind welche am Zusammenbrechen, klar. Manche sagen dann, ja, die Läufe kenne ich schon, das wird richtig scheiße. Und jemand sagt dann, ey, echt, wird es so schlimm? Ich so, ja, es wird schlimm. Und dann sieht man jemanden nach dem Lauf noch kotzen und denkt mir so, wir haben es gesagt, es wird schlimm. Und alleine diese Härte, die man dann so drin hat, man macht das ja auch für diese ganzen Titel, dann will man auch diese Titel gewinnen. Also man steht doch nicht da, wenn man die ganze Vorbereitung am Kotzen war, um nachher nichts zu haben. Also dieser Hunger wird jedes Jahr da sein, jedes Jahr. Danke für die Unterstützung, sagt man so. Ja? Danke für die Unterstützung und ich hoffe, Sie kommen zurück.